Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen im Wochenende, das hoffentlich frühlingshaft und sommerhaft wird, denn die Sonne scheint und es macht den Anschein, wie wenn es sich gut einläutet in meine Urlaubswoche. Ja, ich habe die nächste Woche Urlaub und ich freue mich sehr darauf. Und zu dieser Woche, ja, sie war ein bisschen wieder von Krankheit geprägt. Ich glaube, man hört es immer noch, dass die Stimme belegt ist. Es ist wirklich sehr, sehr hartnäckig. Ich bin Dienstag total euphorisch in die Arbeit, weil es mir auf jeden Fall besser ging und musste dann Dienstagnacht, ich glaube, so kurz nach 4 feststellen, es geht nichts mehr. Hals wieder komplett zu. Und ich bin dann in meinen Frühdienst gegangen sozusagen bin dann um 9:30 Richtung Arzt marschiert, habe nochmal was an Medikamenten bekommen und war dann eben gar krankgeschrieben. Ja, das ist, glaube ich, einfach zu früh losgerannt. Ich glaube, es war halt einfach nicht gut, sich ins Großraumbüro in den Zug zu setzen sozusagen. Dem kann man ja im Großraumbüro fast nicht aus dem Weg gehen. Und das hatte ich dann davon. Ja, ich hoffe jetzt, dass es heute Morgen, solange sind die Tropfen im Grunde noch, muss ich sie einnehmen, 5 Tage, dass es dann einfach weg ist und ich nächste Woche im Urlaub fit bin, denn ich will ja meinen Urlaub genießen und das schöne Wetter, was dann hoffentlich sein wird, oder ja, je nachdem, für was wir uns dann nächste Woche tatsächlich entscheiden, was wir tun. Ja, lesetechnisch sind es 3 Bücher gewonnen. Beginnen werde ich mit Noelle und Noelle von Niki Kiso. Ihr findet natürlich unten in der Infobox, wann ich mit den Büchern anfange und alle Infos zu den Büchern. Wie jedes Mal. Ja, Niki Paula ist, denke ich, vielen ein Begriff, ist ja auch eine Booktuberin. Ihren Kanal findet ihr natürlich auch in der Infobox. Und hier durfte ich das Buch im Grunde lesen als E-Book. Parallel dazu habe ich dann schon begonnen mit Ein ganzes halbes Jahr von Jojo Moyes, was ich zusammen mit der lieben Vilja gelesen habe, worauf ich mich sehr gefreut habe, es gemeinsam mit ihr zu lesen. Und dann habe ich noch gelesen Forgive, Sommerzauber von Andrea Bielfeld, die ich ja bereits letztes Jahr in Frankfurt kennengelernt habe und dieses Jahr auch kurz in Leipzig getroffen habe, von der ich schon die Nilamrot-Reihe gelesen habe, was ja eher so in den Fantasy-Bereich geht. Und hier haben wir eher einen lockeren, emotionsvollen Frauenroman, würde ich jetzt sagen. Und es ist pink. Ja, aber wir beginnen mit Noelle und Noelle von Niki Kiso. Ich durfte hier, ich glaube, noch das Vorabbuch im Grunde lesen. Und zwar ist es Ende April erschienen und der Untertitel des ersten Bandes nennt sich Die Geburt. Bei Amazon aktuell, glaube ich, exklusiv, so wie ich Niki verstanden habe, die ersten 4 Wochen für 99 Cent. Und danach wird es dann eben auch bei allen anderen Plattformen erhältlich sein. Und das Taschenbuch kostet 4,50 Euro, wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe. Ja, ich gehe mal davon aus. Hat auf jeden Fall unter 200 Seiten, was dann eben auch den günstigen Taschenbuchpreis erklärt sozusagen, weil, ne? Aber vom Cover her sehr, sehr gelungen. Das Cover hat Nico April gemacht, ebenfalls ein Autor und Booktuber. Das Cover verspricht auf jeden Fall eine Menge. Um was geht's im Buch? Ja, wir haben hier Noel, und zwar den Noel mit nur 4 Buchstaben sozusagen. Und er wohnt in einem Hexendorf. Also wir sind hier so ein bisschen Urban Fantasy mäßig unterwegs. Und Noel ist eigentlich ein Zauberer mit magischer Begabung, die er aber gar nicht unter Kontrolle hat. Also er kann das überhaupt nicht beherrschen und es bricht eher das Chaos und Explosionen aus, als dass der Zauber so gelingt, wie er sich das vorstellt. Und wir stehen kurz davor, dass eben die Junghexen und Hexinnen, also Hexen und Hexer sozusagen so rum, im Grunde eine Feuerprobe bestehen müssen. Und bei der kommt es dann ganz anders, als man sich das vorstellen möchte und als es sich auch Noel vorgestellt hat. Denn er ist einfach eigentlich davon überzeugt, dass er die Prüfung nicht schaffen wird, diese Probe, und möchte eigentlich auch in Freiheit leben und möchte reisen und unterwegs sein. Er erfährt aber dann von seinem Mitkonkurrenten, ja, so einfach geht das nicht. Wenn du die Prüfung nicht bestehst, darf dich einer der anderen von den Prüflingen sozusagen als Diener mitnehmen. Und davor fürchtet er sich so ein bisschen, weil er eben gerade mit seinem Konkurrenten gar nicht auskommt und weiß, dass die andere Hexe oder magisches Wesen sozusagen, ihn wahrscheinlich nicht auswählen wird, weil da so nicht ganz toll ist. Es gibt auch Drachen und die spielen dann auch bei der Feuerprobe ein bisschen was mit. Mehr aber gar nicht dazu, denn es ist natürlich schwierig, bei einer Kurzgeschichte dann nicht zu viel erzählen und gerade die Wendung macht ja dann
das Buch zu dem spannenden Punkt, sozusagen zu dem, was es dann ist. Ja, zum Stil. Ich muss ehrlich sagen, es war sehr gewöhnungsbedürftig, auf einmal vom Protagonisten angesprochen zu werden. Also Noel schreibt im Grunde seine Gedanken nieder und spricht uns als Leser direkt an. Das fand ich sehr kreativ, mal etwas anderes, habe aber gemerkt, dass es nicht so ganz meins war. Ich fand es manchmal ein bisschen merkwürdig, dass er dann aber über Dinge sprach und über Gedanken von anderen, die er ja eigentlich gar nicht wissen kann, weil er ja nur das wiederschreiben kann, was er selbst im Grunde erlebt und selbst denkt. Und das stand für mich teilweise ein bisschen im Widerspruch, wo ich dachte, es war immer ganz gut, dass man gewusst hat, wer man gerade ist. Es steht auch im Anfang des Kapitels immer, ob man eben Noel ist oder dann Noel mit den anderen Buchstaben oder eben noch andere Leute, die eben uns etwas dazu erzählen, um das aus ihrer Perspektive zu berichten. Diesen Perspektivwechsel fand ich eigentlich sehr gut, weil es einfach logisch auch in die Geschichte gepasst hat, dass wir dann eben Dinge, die uns Noel nicht erzählen kann, eben nur jemand anders erzählen kann. Und das hat sie sehr schön gelöst. War aber, da ich das dann diese beiden Namen so nah beieinander liegen, für mich unglaublich verwirrend. Also man liest dann, dass man jetzt Noel ist und hat zwei Seiten weiter, also so ging es zumindest mir, vergessen, welcher der beiden bin ich jetzt. Und dann war ich total verwirrt, musste zurückblättern und dann hat es wieder Sinn ergeben. Ich weiß nicht, ob es nicht leichter gewesen wäre, zwei unterschiedlichere Namen zu geben. Man weiß in der Geschichte, wie es dazu kommt und was es für einen Sinn macht. Aber für mich als Leser war es irgendwie schwierig, dem zu folgen. Vielleicht hätte man es aufmerksamer lesen müssen, ich weiß es nicht, woran es lag. Mich hat es tatsächlich immer mal verwirrt, weil ich hätte es mit Noel und Leon zum Beispiel, einfach, dass irgendwie ein Unterschied möglich ist, hätte ich vielleicht tatsächlich einfacher gefunden, dass man markant eben weiß, wer man ist. Und das fand ich mit beiden sehr ähnlichen Namen sehr schwierig. Die Idee, diese kreative Welt, die entstanden wurde von Niki, fand ich sehr, sehr gelungen. Es war wirklich mal was anderes. Mir hat auch die Idee, wie die Drachen eingebaut wurden, sehr, sehr gut gefallen. Ich liebe Drachen und so auch in dieser Geschichte. Es hat viel Spaß gemacht, in diese Welt einzutauchen, die ja tatsächlich ein bisschen kurz war, wenn ich bedenke, dass ich gerne mal Wälzer lese. Ich meine, die größten Wälzer stehen ja hier nebenan. Dann sind natürlich unter 200 Seiten. Das ist natürlich sehr wenig, um in eine Welt irgendwie einzutauchen. Und wartet jetzt im Grunde auf den nächsten Teil. Wie wird Niki die Geschichte weitermachen? Wie wird sie weitergesponnen? Wie geht es weiter mit den Charakteren? Dieses Kreative und dieses Fantasievolle und auch sehr, ja, liebevoll aufgebaute Welt fand ich wirklich toll. Das hat Niki unglaublich gut gemacht. Und so ist es im Grunde auch eine Mischung an Gefühlen, die sich bei diesem Buch in mir so ein bisschen ergeben. Ich glaube, man merkt, es ist gut, gibt tolle Elemente, aber es gibt dann eben auch Dinge, die mich selbst so ein bisschen von der Begeisterung eben was abknabbern lassen. Ich muss natürlich auch sagen, ich bin natürlich jetzt auch vielleicht nicht direkt die Zielgruppe mit über 30, was dann auch mit dem lockeren Jargon und der Sprachweise in dem Buch vielleicht nicht ganz so viel anfangen kann, weil ich schon sehr jugendlich war und mir das tatsächlich ein bisschen schwer fiel, das immer als so locker und leicht, und das fand ich persönlich ein bisschen schwierig, weil es war mir manchmal fast zu locker und zu leicht, selbst für ein Jugendbuch, wo ich so denke, ja, ich bin vielleicht auch einfach 10 Jahre zu alt oder 15 Jahre, je nachdem, ne? Wo man bei den Jugendbüchern dann im Grunde die Grenze setzt. Aber jeder, der Urban Fantasy mag, der was mit Drachen lesen möchte, ein bisschen Magie haben möchte und wirklich eine kreative Idee einfach mal lesen möchte, macht, denke ich, bei 99 Cent absolut nichts falsch. Selbst beim Taschenbuch für 4,50 Euro ist das wirklich ein günstiger Preis. Und spätestens, wenn es dann die Bücher eben auf allen Plattformen gibt, kann sie dann auch jeder E-Book-Reader, Leser, so rum, im Grunde dann auch lesen. Guckt mal in die Infobox, ich packe euch auch mal den Kanal von Niki mit rein. Da wird vielleicht auch von ihrer Seite dann mal erzählt, wie es mit ihrem Büchlein sozusagen weitergeht, wann gegebenenfalls auch der nächste Teil kommt, der mich tatsächlich interessiert. Auch wenn ich sage, es gab hier ein paar Schwachpunkte, freue ich mich trotzdem darauf, wie natürlich die Geschichte weitergeht und was Niki im Großen und Ganzen im Grunde geschaffen hat und was sie da im Kopf hat. Ist ja dennoch auf jeden Fall mega interessant und spannend. Und da bin ich natürlich trotzdem neugierig, wie das sein wird.
Dann geht es weiter mit einem Buch, das ich zusammen mit der lieben Vilja gelesen habe. Ein ganzes halbes Jahr von Jojo Moyes ist ein Reread. Ich habe das Buch damals, ich glaube, kurz nach Erscheinen gelesen, weil es ja einen wirklich großen Hype sozusagen erlebt hatte. Und ich hatte mir das im April bei meiner Rebuy-Bestellung mitbestellt, weil ich es als echtes Buch sozusagen in Händen halten wollte. Und Vilja hat eben gesagt, sie würde es gerne vor dem Kinofilm eben auch lesen, ob wir es zusammen lesen. Und das haben wir dann jetzt tatsächlich auch getan in der vergangenen Woche. Wir haben das Buch in Leseabschnitte geteilt, immer so 70, 80 Seiten pro Tag und haben uns dann darüber ausgetauscht, über unsere Empfindungen. Es ist natürlich immer so, manchmal schafft man das Pensum, manchmal nicht. Aber da waren wir ganz tolerant und das hat auch wieder sehr viel Spaß gemacht, mit der Vilja zu lesen, weil ich ihre Gedankengänge wirklich sehr, sehr gerne mag. Und einfach so, ich als Rereader gelesen mit jemandem, der es noch nicht kannte, da ist natürlich dann nochmal, man erinnert sich an die Gefühle, die eben mein Erstleser sozusagen dann hatte und das hat einfach auch sehr viel Spaß gemacht. Die abschließende Meinung von Vilja fehlt noch, bin ich sehr gespannt, was sie mir da vielleicht heute dann noch schreibt oder drauf spricht in WhatsApp und freue ich mich auf jeden Fall. Ja, ein ganzes halbes Jahr. Um was geht es? Es geht um Luisa, die in einem Café arbeitet, in einem Dorf irgendwie wohnt, rund um eine Burg herum, die bei ihrer Familie lebt. Sie ist, glaube ich, 27, hat eine Schwester, die schon ein Kind hat und die wohnen alle irgendwie in einem Haus. Der Vater steht irgendwie kurz vor der Arbeitslosigkeit, ist auch schon ein bisschen älter. Sie hat seit 7 Jahren den Freund Patrick, der sich irgendwie sehr, sehr ins Negative verändert hat, wie ich zumindest fand. Und auf der Jobsuche, nachdem sie eben den Job in ihrem Café verliert, trifft sie auf Miss Trainer, die einen 35-jährigen Sohn hat, Will, der seit einigen Jahren eben im Rollstuhl sitzt durch einen Unfall. Und es gibt da eben so etwas, was die Mutter sucht, eben keine Pflegerin, keine Krankenschwester, sondern eben irgendwie eine Unterhalterin, auch so ein bisschen eine Aufpasserin für ihren Sohn, die im Grunde ihn einfach mal aufheitert und zeigt, dass das Leben noch lebenswert ist und ihn so ein bisschen aus der Depression, die er hat, auch herausholt. Und ein ganzes halbes Jahr steht eben für dieses halbes Jahr, was so ein bisschen das Ziel ist, was Lou vorgegeben, mehr oder weniger wird, zumindest dann innerhalb der Geschichte, dass sie da eben etwas bewirken soll. Und sie fängt den Job an und Will ist anfangs tatsächlich echt ein Kotzbrocken, was man absolut nachvollziehen kann, wenn man im Rollstuhl sitzt und ständig auf andere angewiesen ist. Und anfangs nimmt sie sich das ja zu Herzen, merkt aber dann, umso mehr sie ihm Kontra gibt, umso mehr kommt er aus der Reserve und so ist es dann tatsächlich. Und ich liebe den sarkastischen Humor von Will. Also es ist ein echt cooler Typ und auch Lou mausert sich dann tatsächlich in der Geschichte und es macht unglaublich viel Spaß, diese beiden unterschiedlichen Menschen aufeinandertreffen zu erleben und zu merken, wie einfach die Entwicklung der beiden sozusagen in eine ganz andere Richtung geht, als man anfangs glaubt. Es ist eine sehr gefühlvolle Geschichte, die locker leicht beginnt, die dann tatsächlich an Schnelligkeit gewinnt, an Gefühlen gewinnt und da ist alles dabei. Von Weinen über Lachen, über Fluchen, über Schwärmen, alles. Man findet hier wirklich jedes Gefühl gut sozusagen, was man sich vorstellen kann und es hat unglaublichen Spaß wieder gemacht, es zu lesen. An manchen Punkten habe ich so ein bisschen an Lou und dieser ganzen Familie gezweifelt, weil ich es einfach teilweise sehr unrealistisch fand, dass so eben eine N20-Jährige agiert. Ich finde es schön, dass es eben kein Jugendbuch ist, sondern eben eine erwachsene Frau uns eigentlich da was erzählt, aber die eben manche Dinge noch so tut, wo ich denke, du bist doch keine 12 mehr. Das ist was mich ein bisschen an Lou aufgeregt hat. Auch die Sache mit ihrem Freund, der erst irgendwie ein ganz normaler Typ war, da eine Sportskanone, der irgendwie gefühlt nur noch 24 Stunden am Tag Training macht, die sich irgendwie kaum sehen. Und wenn sie sich sehen, dann fragt er irgendwie nach der heißen Nacht, und wie war ich? Meine Güte, da wäre für mich der Punkt gekommen, ihn vor die Tür zu setzen. Also ich fand ihn wirklich unglaublich nervig und ich frage mich immer, warum die, was die mit dem wollte, warum die den nicht, auch wegen vielen anderen Dingen, wie er sie behandelt, einfach vor die Tür setzt. Also das fand ich ein bisschen unrealistisch, das ist auch so ein bisschen mein Kritikpunkt, gerade der Charakter von ihrem Freund, der mich echt genervt hat und dass sie das eben auch einfach so mitgemacht hat. Ich meine, sie ist Ende 20, die weiß doch, wie es im Leben ist. Also irgendwo, ne, von so einer 16-, 17-Jährigen erwarte ich das ja gar nicht, aber von einer, die Ende 20 ist, erwarte ich einfach ein bisschen mehr. Aber, und hier muss ich wieder sagen, das Buch geht natürlich in eine Richtung, so ein bisschen wie das Schicksal ist ein mieser Verräter, was natürlich an der Bandbreite von Gefühlen allen hat, einen auch manchmal in so ein Emotionstief schmeißt und dann aber wieder mit einem Lächeln da rausholt. Und so ist es mit diesem Buch. Man geht inspiriert mit diesem Buch heraus, man geht irgendwie lebendiger heraus und
man hat das Gefühl, dass das Gras viel grüner ist als vorher. Also eine wunderbare Geschichte, die mir unglaublich viel Spaß gemacht hat. Ich freue mich auf die Verfilmung, die, glaube ich, im Juni anfängt mit Sam Claflin und Emilia Clarke. Und ich bin da total neugierig darauf, wie diese Geschichte umgesetzt wird, ob es auch emotionsgeladen ist. Und ich denke, da wird es dann auf jeden Fall ein Video von mir geben, wenn ich den Film gesehen habe. Einfach auch im Vergleich zum Buch. Und ich kann dieses Buch wirklich nur jedem empfehlen, der was Erwachseneres lesen will, der was Gefühlvolles lesen will, der eben so die Bandbreite an Emotionen erleben will, der eine ganz spezielle Handlung erleben will und eben auch eine Geschichte, die anders kommt, als man es erwartet und die einen ja einfach sprachlos, glücklich, traurig, was auch immer, mit allen Gefühlen zurücklässt. Und das hat dieses Buch wirklich geschafft. Und ich fand es auch wieder ganz, ganz toll, mit Vilja zu lesen und sich da ein bisschen auszutauschen über die Charaktere, Protagonisten, über was findet man gut, was findet man schlecht. Und ich habe eben auch ein paar Sachen gekennzeichnet so für mich, deswegen wollte ich ja auch unbedingt das handfeste Buch sozusagen haben. Und ja, ich fand es einfach toll. Es hat mir ja einfach wieder sehr, sehr viel Lesespaß gebracht und man merkt da, man ist halt einfach ein bisschen älter, ein bisschen erwachsener und dass halt diese Geschichten neben Fantasy tatsächlich eben immer mal ganz gut tun. So, dann ging es weiter, entschuldigt, mit dem nächsten E-Book. Und zwar von der lieben Andrea Biefeld, die, ja, ich bereits zweimal getroffen habe und wir hatten gerade in Frankfurt letztes Jahr nicht viel Zeit, aber hatten wirklich einen lustigen Moment zusammen, hat mir unglaublich gut gefallen. Und zwar Forgive, Sommerzauber, ist der zweite Teil ihrer Jahreszeitenreihe. Also es wird dann auch noch Herbstzauber, Frühlingszauber geben und es gibt auch schon Winterzauber. Und ich hatte sie gefragt, ob man das Buch jetzt den Sommerzauber unabhängig vom Winterzauber lesen kann und da hat sie gemeint, ja, alle Geschichten in sich abgeschlossen. Wer jetzt eben auf Sommerlust hat, kann Sommer lesen. Und weiter geht es dann, glaube ich, nächstes Jahr mit Frühlingszauber und Herbstzauber. Und ja, ich habe Forgive gelesen, kostet aktuell als E-Book 1,99 € und hatte, glaube ich, was um die 304 Seiten oder irgendwie so, glaube ich, stand auf Amazon. Und ja, ich verlinke natürlich alles in der Infobox, wenn ihr zu dem Buch irgendwie gelangen wollt, findet ihr es. Und ich muss sagen, ich war direkt von Anfang an begeistert. Also es beginnt schon mit Zitaten, die ich unglaublich schön fand und es das Wunderbarste fand ich, ja, ich zitiere, das hier ist das richtige Leben und im wahren Leben gibt es keine Rückspultaste. Und da ist tatsächlich was Wahres dran und das muss Lulu, eine 19-jährige Pferdeverrückte, gerade im Abitur steckende, feststellen. Sie lebt zusammen mit Pam, ihrer besten Freundin, in einer Wohnung und sie hat vor, nach dem Abi für 3 Monate nach Kanada zu gehen, zu ihrer Tante. Und ja, sie hat ein Pferd, sie hat auch irgendwie recht sympathische Eltern, die aber gar nicht so groß darin vorkommen und sie liebt eben Pferde. Und Pam, ihre Mitbewohnerin, hat einen Freund, mit dem Lulu, steht glaube ich auch für Luisa, nicht sehr begeistert ist, der sich auch irgendwie schon an sie rangemacht hat und Pam sich dann auch noch mit ihr verstreitet. Und während dieses Streites trifft Lulu auf Olli. Und merkt aber dann beim ersten Treffen mit Olli, den sie erstmal nur durchs Telefon kannte, das ist ja ihr Milo. Und zwar haben die beiden sich schon mal als Jugendliche im Feriencamp kennengelernt. Und ja, Milo hat sich damals nicht sehr gentlemanlike verhalten, denn es war eine Wette, ob er sie im Grunde in die Kiste kriegt oder nicht. Es ging, glaube ich, um den Kasten Bier. Und ja, Lulu hat da sehr darunter gelitten, hat lange Zeit ja im Grunde noch an ihn denken müssen und sie erfährt in der Geschichte eben auch, dass es Milo genauso geht. Und ja, da erleben wir dann eben die Geschichte ein bisschen so aus den Gedankengängen, was ist früher passiert und natürlich, wie geht diese gerade frisch angefangene Liebesgeschichte sozusagen weiter. Natürlich gibt es die ein oder andere Irrung und Wirrung, wie es in, ich sag mal, frechen Frauenromanen der Fall ist, gibt es auch einfach hier. Das Besondere an der Geschichte von Andrea Biefeld war aber für mich, dass sie nicht nur irgendwie oberflächlich eine lustige Geschichte erzählt, sondern ganz viel Gefühl einbaut, die wir einfach alle kennen, die schon mal gerade vielleicht eine Ferienliebe erlebt haben oder vielleicht auch eine Liebe, die wir einfach nochmal starten, erleben und dass man da eben ganz spezielle Gefühle hat und ich habe das absolut nachvollziehen können, das ein oder andere, und fand es unglaublich toll, wie Andrea diese
ja, Gefühle rübergebracht hat, wie sie das unterhalten gemacht hat, aber mit der richtigen Portion Emotion, und mir hat das unglaublich gut gefallen. Ich fand es lustig, spritzig, gefühlvoll. Es war ein bisschen vorhersehbar, was ich aber gar nicht dann am Ende irgendwie schlimm fand. Und ich mochte wirklich auch die Charaktere, die darin vorkamen. Ich mochte Pam, die so ein bisschen zickig ist, anders ist, aber dann im Grunde auch wieder so wird, wie man es sich für eine beste Freundin einfach erwartet. Ich mochte die Familie von Milo. Ich mochte den Gedanken, den es mit dieser Reise nach Kanada gab. Diese Pferde von Nathalie. Ich mochte den Pferdewirten, wie hieß er nochmal, Fabrizio. Ich fand das unglaublich toll. Ich mochte auch die Orte, die wir besucht haben, dass wir im Grunde in Deutschland anfangen, dann, glaube ich, in Dänemark waren. Und waren wir in Dänemark oder was, Norwegen? Oh, also es war auf jeden Fall was Skandinavisches. Und dann noch in Frankreich gelandet sind, und ich mochte es toll. Ich mochte, wie es beschrieben wurde. Ich mochte, was die Protagonisten an diesen Orten eben auch empfinden, wie sie es wahrnehmen. Und man hatte immer das Gefühl, man riecht auch die Meeresluft. Und das war unglaublich toll gemacht. Und das hat Andrea Biefeld super rübergebracht. Und ich war total überrascht, hatte ich gar nicht so erwartet, dass jemand, der wie Neelam Roth also Fantasy schreibt, dann eben auch in so einem Genre etwas rüberbringen kann. Und ich war positiv überrascht und es hat mir echt gut gefallen. Es hat mich kurzweilig unterhalten. Die Seiten haben sich lesen lassen wie sonst was. Ging super schnell und ich war da drin und dabei und es hat echt viel Spaß gemacht. Und es ist eine absolute Empfehlung und ich werde mir auf jeden Fall den Winterzauber holen. Ich denke aber tatsächlich eher erst im Herbst oder Winter. Ich weiß ja nicht, wie winterlich die Geschichte ist. Es hat natürlich jetzt auch einfach zum schönen Wetter gepasst und ich lag auf meiner Couch bis oben hin zugedeckt, weil es mich gefroren hat und hatte trotzdem Sonne auf dem Gesicht und da hat die Geschichte einfach gut gepasst. Ja, wenn man halt krank ist, dann ist das einfach so. Also, absolute Empfehlung, hat mir ebenfalls sehr, sehr gut gefallen. Und das waren jetzt auch schon die drei Bücher dieser Woche. Ja, ist doch tatsächlich eine ganze Menge zusammengekommen. Was soll man auch machen, wenn man wieder krank zu Hause liegt, ne? Ich habe es mir definitiv anders vorgestellt die Woche, aber es war halt wirklich ein bisschen viel Euphorie. Vielleicht hätte ich einfach noch den Dienstag auch einfach zu Hause bleiben sollen und dann wäre es vielleicht ein bisschen anders gekommen. Aber gut, man steckt halt nicht drin. Mein Arzt hat auch gesagt, oh, dass die Leute immer wieder arbeiten gehen müssen. Und dann habe ich gesagt, es geht ja nicht ums Arbeiten, es geht ums Gesundsein und Werden. Und mein Arzt war nicht begeistert, aber ist halt so manchmal im Leben. Ja, Dienstag gab es wieder unseren Game of Thrones Hangout und der war wieder sehr, sehr cool. Wir haben die vierte Folge vom Montag besprochen und war eine großartige Folge. Also es ist wirklich eine bisher sehr gelungene Staffel. Ich bin sehr gespannt, ob wir noch ein paar Fragen beantwortet bekommen und es tun sich bestimmt mit Garantie neue Fragen auf. Also sehr, sehr geile Game of Thrones Staffel. Tolles Hangout, hat viel Spaß gemacht. Wir waren am Mittwoch bei der lieben Vilja. Ich verlinke den Hangout natürlich in der Infobox. Und nächste Woche sind wir bei der lieben Paddy Love Books. Auch ihren Kanal packe ich in die Infobox für alle, die es jetzt im Grunde schon nicht mehr erwarten können. Dienstag 20.30 Uhr treffen wir uns bei Paddy und plauschen über die fünfte Folge dann schon. Wir sind tatsächlich schon in der Staffel Mitte und ich bin sehr, sehr gespannt. Und was gab es die Woche noch ein bisschen? Filmtechnisch glaube ich gar nichts groß. Ich habe sehr viele YouTube-Videos gesuchtet, was ja mit meinem Chromecast am Fernsehen immer wunderbar funktioniert. Man kann auf der Couch sitzen, ganz bequem. Auch Netflix funktioniert super, das im Grunde auf den Fernseher zu werfen. Und da kommen wir im Grunde schon beim Netflix zum Thema Serien. Ich habe irgendwie 4 Serien auf Liste gesteckt und kann mich jetzt nicht entscheiden, mit welcher fange ich an. Naja, ich werde es wahrscheinlich auslosen. Das ist natürlich dann die Qual der Wahl, wenn man hat. Ja, so ist es manchmal im Leben. Das ist dann so ein Wohlstandsproblem. Das ist definitiv so. Aber ja, das Leben ist manchmal hart. Deswegen habe ich keine Serie irgendwie angefangen. Was ich die Woche entdeckt habe, war Friends. Die lief immer mal spät nachmittags irgendwie auf irgendeinem Sky-Programm. Fand ich wieder cool, da so ein bisschen reinzugucken. Und man ist da halt auch sofort wieder drin. Also es ist eine sehr lustige Serie, die, glaube ich, am Ende schon ein bisschen sehr abgedriftet ist. Aber ich glaube, war das nicht pro Folge eine Million, was dann die Schauspieler irgendwie verdient haben. Ich habe da einen Katzenhab. Aber ansonsten glaube ich, filmtechnisch gab es nichts, was wir irgendwie geguckt hätten. Nein, ich glaube, soweit war nichts dabei. Ich habe, wie gesagt, ein bisschen YouTube gesuchtet und bin auf zwei neue,
also auf einen neuen Booktuber und auf einen schon etwas längeren Booktuber gestoßen, mit denen ich auch ganz tollen Austausch diese Woche hatte. Und zum einen ist das der liebe Phil von Phil's So Sophie. Meine Güte, das ist ein Kanalname. Hat er sich echt, also mit dieser Philosophie sozusagen, hat er sich sehr cool ausgedacht. Mit dem ich die Woche auch so ein bisschen über WhatsApp geplauscht habe, weil wir zusammen im Juni mit der lieben Alicia Eleanor und Park lesen werden. Ja, weil das ist diese Woche bei mir angekommen. Das habe ich gebraucht über Amazon bestellt im englischen Original. Ich glaube für 2,50 Euro, wenn ich mich nicht irre. Und ich wollte das schon so lange lesen, weil die liebe Paddy davon immer so schwärmt. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, wir sind über Phils Video darauf gekommen. Er hat es, glaube ich, als Neuzugänge vorgestellt. So war es irgendwie. Und dann ist Alicia und ich drauf gekommen, oh, wir haben das ja auch irgendwie demnächst zumindest auf unserem Sub. Und ob wir das nicht im Juni zusammen lesen. Und Phil hat auch schon immer so ein bisschen bei den Game of Thrones Talks mitgeredet und auch ja, liebe Kommentare bei mir hinterlassen. Und so habe ich ein paar Videos von ihm gesuchtet. Und ist ein ganz sympathischer, junger Booktuber. Und wie gesagt, wir haben uns auch schon ein bisschen so per WhatsApp in der Eleanor und Park-Gruppe sozusagen, wenn wir gemeinsam lesen, ein bisschen unterhalten. Und absolute Kanalempfehlung findet ihr auf jeden Fall auch in der Infobox, weil ich finde, man muss so junge, frische, neue Booktuber, wenn man sie selbst im Grunde entdeckt und sympathisch finden, auch einfach mal so Share the Love machen. Und ja, da findet ihr auf jeden Fall ihn jetzt in der Infobox. Guckt mal bei ihm vorbei. Und ja, auch endlich mal ein neuer männlicher Booktuber sozusagen. In meiner Liste gibt es ja tatsächlich nur sehr wenige. Ja, also Daumen hoch für männliche Booktuber. Und ihr findet ihn in der Infobox auch. Der zweite Empfehlung ist ja, ein ganz, ganz neuer Booktuber. Ich glaube gerade mal mit 3 Videos. Und zwar der Andreas vom Kanal Büchersüchtig. Der schon so mit seinem ersten Video, mit seinem wunderbaren Wiener Dialekt mich absolut begeistert hat. Super sympathisches Video. Dafür, dass es sein erstes war, hat man das überhaupt nicht gemerkt. Und dann kam auch, glaube ich, direkt so ein Buch-Film-Vergleich und dann ein Rebuy-Neuzugänge. Und wo ich dann dachte, meine Güte, der liest ja die Bücher, die ich auch mag. Und wir lassen uns von den gleichen Booktubern sozusagen anfixen. Und ja, er hat bei Rebuy Abbitte von Ian McEwan, glaube ich, nennt sich der. Ich habe es ja immer so nicht mit Namen, wenn sie nicht vor mir stehen, sich bestellt. Und das habe ich ja auch bei meiner letzten Rebuy-Bestellung bestellt, weil mich ja die liebe Vilja und dann auch die liebe Paddy damit angesteckt haben. Und da haben wir beschlossen, das wird im Juni jetzt auch einfach mal gemeinsam gelesen und hatten dann eben auch einen netten Austausch über Facebook. Und ja, ich finde, man sollte, wie gesagt, einfach auch mal tolle neue Kanäle, die man einfach gerne guckt, die sympathisch sind, einfach mal teilen. Und so findet ihr die beiden Jungs unten in der Infobox und schaut da einfach mal vorbei, lasst vielleicht auch meinen lieben Gruß von mir da und ja, an die beiden Jungs, macht weiter so, ihr habt mich direkt begeistert, gefesselt mit eurer sympathischen Art und freue mich auf weitere Videos von euch. Ha, Schnauf, so, ich glaube, das war es so im Groben mit dieser Woche. Ich überlege, ob ich irgendwie was vergessen habe, ich glaube nicht. Ich war ja ganz froh, dass ich die Videos der letzten Woche dann Sonntag und Montag sozusagen vorgedreht hatte, sodass es keinen Videoausfall gab. In der letzten Woche, ich hatte ja dann Dienstag den Booktubers Behind Tag gemacht, den ich sehr cool fand. Ihr findet, wenn ihr wollt, auch einfach mal die Videos in der Infobox. Und dann natürlich auch über die Shadowhunter-Reihe endlich gelesen. Video, was ich ja, glaube ich, 3 Wochen aufschieben musste, weil einmal Zeitproblem, einmal krank. Und ja, also die Videos, da merkt man noch so ein bisschen, dass man noch ein bisschen kaputter, fertiger war. Einfach, weil es halt letzte Woche war. Und man merkt auch jetzt schon, die Stimme lässt nach. Muss dann erstmal was trinken und einen Lutsch Salbei-Bonbon sozusagen mir reinziehen. Ja, ich total süchtig nach Salbei-Bonbons. Ich habe nicht den Eindruck, dass sie helfen, aber Bonbons sind ja grundsätzlich nie verkehrt bei Halsschmerzen. Und ja, was kommt diese Woche? Ich denke mal, ich werde die Neuerscheinungen für Juni jetzt mal zusammenbauen und basteln. Ich habe, glaube ich, 4 Stück entdeckt. Werde ich, glaube ich, so dann direkt im Anschluss drehen. Und dann, was könnte dann als nächstes kommen?
da gucken wir einfach mal. Ich habe gerade keinen Plan, was auf meiner Videoliste noch so ein bisschen steht. Aber ja, ich denke auf jeden Fall, die Neuerscheinungen werden kommen. Und dann über das Donnerstagsvideo könnt ihr euch überraschen lassen. Ich habe ja Urlaub, also ein bisschen mehr Zeit. Und ich verreise ja auch nicht oder sonstiges. Vielleicht mal so einen Städtetrip, so, also so eine Tagestour sozusagen. Vielleicht mal irgendwie in eine andere Stadt, würde mir ganz gut gefallen. Mal sehen. Ich hätte ja eigentlich vor, meine Küche zu renovieren, aber irgendwie bin ich da noch ein bisschen unschlüssig. Und ja, es ist halt die Küche, ne? Ich sollte dann schon so aussehen, wie sie Tapeten habe ich schon. Aber so an der Arbeitsplatte und an der Spüle scheitert es gerade, weil da hätte ich auch gerne neue. Aber gut, zu viel Geplubber. Ja, ich glaube, das war es tatsächlich so jetzt für die Woche. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Ich freue mich natürlich über Kommentare, Daumen hoch. Und wenn ihr ein Abo da lasst, damit ihr dann das nächste Video nicht verpasst, würde ich mich sehr, sehr freuen. Wünsche euch nun ein tolles Wochenende, einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.